Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen. In diesem kleinen Video wollen wir Adressetiketten von Lieferanten, Kunden, Personal, wie auch immer, über einen angeschlossenen und installierten Zebra-Drucker bzw. Zebra-kompatiblen Drucker ausdrucken. Wie das funktioniert, zeige ich Ihnen. So schwer ist es nicht. Zuerst einmal sollten Sie natürlich sicherstellen, dass Sie Ihren Zebra-Drucker auch bzw. Zebra-kompatiblen Drucker auch installiert haben. Dazu gehen Sie in Windows unter Systemeinstellungen, Geräte und Drucker. Hier sollte Ihr Zebra-Drucker bzw. Zebra-kompatibler Drucker installiert sein. Wenn es ein kompatibler Drucker ist und zum Beispiel ein Metapace sein sollte, müssen Sie den Drucker umbenennen, um die Zebra-Schnittstelle zu nutzen. Also den Drucker umbenennen in Z-Designer. Das ist wichtig. Das muss am Anfang stehen. Wenn Sie das getan haben, sollten Sie natürlich sicherstellen, und jetzt lachen Sie bitte nicht, dass Ihr Drucker online ist, dass der Drucker angeschlossen ist und dass der Drucker im Windows volldeckend dargestellt wird. Denn wenn der Drucker wie hier, der HP Office LaserJet, so hellgrau dargestellt ist, bedeutet es, der Drucker ist zwar angeblich da, aber ist jetzt gerade nicht verfügbar. Alles, was hellgrau ist, ist also nicht verfügbar. Jetzt bitte nicht lachen, aber uns erreichen wirklich viele, viele Anrufe, mein Drucker geht nicht. Und dann sagen wir, habt ihr den eingeschaltet? Oder habt ihr das Kabel dran? Dann sagen die Leute oftmals, nee, alles klar. Also nur so viel dazu. Auch sollten Sie dann bei der Erstinstallation sicherstellen, damit Ihr Drucker im Windows funktioniert. Dazu klicken Sie auf die rechte Maustaste, sagen Drucker-Eigenschaften und wählen nun hier Testseite drucken. Wenn diese Seite funktioniert, wenn dann jetzt irgendwas rauskommt aus dem Drucker, dann sieht es schon mal sehr, sehr gut aus. Des Weiteren müssen Sie Ihrem Drucker mitteilen, dass Sie verschiedene Formate, Vorlagen haben. Dazu gehen Sie ebenfalls mit der rechten Maustaste auf Druckereigenschaften und gehen nun auf Einstellungen. Also das kann von Druckermodell zu Druckermodell wohlgemerkt unterschiedlich sein. Dann gehen Sie auf die Karteikarte Vorlagen und müssen ihm nun eine Vorlage mitteilen, dass Sie sagen, ich habe verschiedene Etikettenformate. Denn nur wenn Sie das dem Drucker mitteilen, kann auch ein anderes Programm, ein Fremdprogramm, diese Informationen nutzen. Und das wollen wir ja. Hierzu klicken Sie einfach auf Neu und geben dann dementsprechend Ihre Bezeichnung des Labels an und dann die Etikettenbreite und die Etikettenhöhe angeben. Ich bitte an dieser Stelle auch zu beachten, dass natürlich jeder Drucker seine Mindestgrößen hat. Das heißt, sollten Sie irgendwo eine Information eingeben, zum Beispiel 1 cm oder 1,0 cm, und dieses Windows-Programm macht Ihnen daraus 1,9 cm als Beispiel, bedeutet es im Klartext, er kann so ein kleines Etikett nicht drucken oder die Etikettenhöhe ist zu gering. Also da müssen Sie halt einmal einfach bei Ihrem Drucker nachschauen, was sind denn die Mindestgrößen. Sollten die von Ihnen eingegebenen Größen ohne Probleme übernommen, also ohne Veränderung vom Druckertreiber her übernommen werden, waren die Angaben korrekt und sind größer als die Mindestangaben. Sie bestätigen mit OK, klicken auf Übernehmen und dann ebenfalls auf OK. Nun haben Sie eine neue Etikettendefinition hinterlegt. Um ein Etikett zu drucken, gehe ich jetzt einfach mal im Kundenstamm und sage Drucken. Entschuldigung, in den Systemeinstellungen müssen wir vorher natürlich sagen, in der Karteikarte Hardware, dass wir Adressetiketten über unseren Zebra-Drucker drucken wollen oder unseren Zebra-kompatiblen Drucker, der sich Z-Designer nennt. Wenn Sie diese Information getroffen haben und klicken nun auf Drucken, dann können Sie, ich mache jetzt hier schnell eine Vorschau, einfach ja, Etiketten zum Ausdruck bringen. Und zwar, das kann er jetzt dann ausdrucken. Das Layouten, da kommen wir jetzt gleich dazu, wie das funktioniert. Wir geben standardmäßig dieses Etikettenformat vor. Konfiguration, Etiketteneinstellungen. Das heißt, so sagen wir, lieber Kunde, hier ist ein Etikett, das können Sie bearbeiten. Denn wir wissen natürlich nicht, welche Größe Ihr Drucker hat. Demzufolge wählen Sie halt jetzt zum Beispiel diesen ersten Eintrag aus, klicken auf Konfiguration und sagen Etiketteneinstellungen. Nun klicken Sie mit der rechten Maustaste. Ich mache das jetzt mal bewusst anders. Wir tun jetzt einfach mal so, als ob das Etikett jetzt hat ein anderes abweichendes Format hat, damit ich Ihnen das in der Praxis zeigen kann. So, Konfiguration, Etiketteneinstellungen. Rechtsklick ins Leere, Eigenschaften bzw. Properties. Nun wählen wir unseren Drucker aus. Hier sollte schon Z-Designer normalerweise drinstehen. Wenn nicht, dann klicken Sie hier auf diesen kleinen Button mit Page
und dann holen Sie sich hier Ihren Z-Designer und klicken auf OK. Nun sagen Sie ihnen, ich will jetzt die Größe meiner Seite anpassen, Page Setup. Hier wählen Sie, hier steht es normalerweise auf User Defined. Hier wählen Sie nun das hinterlegte Etikettenformat von Ihrem Drucker aus. Also das ist jetzt hier Windows, was Sie hier vor sich sehen, hier dieses kleine Fensterchen. Das bedeutet, Windows gibt Ihnen jetzt die Informationen zurück, dass er sagt, pass mal auf, ich habe hier verschiedene Formate. Hier wählen wir unser Etikettenformat 76x51. Klicken dann auf OK. Im Wavi bestätigen wir ebenfalls auf OK. Ich würde, wenn Sie unterschiedliche Drucker hätten, es gibt einige unter Ihnen, die sagen, ich habe hier Versandaufkleber, einen Etikettendrucker, ich habe hier einen Etikettendrucker und es sind alles zum Beispiel Zebra-Drucker. Also alle des gleichen Modells. Dann könnten Sie natürlich Ihre Drucker immer dementsprechend benennen, Z-Designer 1, Z-Designer 2 und 3 und könnten dann sagen, speichere mir die Druckerumgebung im Etikett mit. Somit wäre gewährleistet, dass beim Ausdruck des Etiketts das Etikett auf den richtigen Drucker kommt. Also kleiner Tipp hier an der Seite. Ich sage, okay. So, unser Etikett ist jetzt 76 mm, also 7,6 cm breit. Aber die Höhe passt noch nicht. Sollte das bei Ihnen der Fall sein, machen Sie einen Doppelklick auf diesen Balken Detail, also Detail. Ja, machen Sie einen Doppelklick darauf. Was machen wir nun? Wir gehen nun in die Karteikarte General, also Standard. Und wir geben nun hier in der Höhe unsere 5,1 cm ein und klicken dann auf OK. Nun hat sich die Größe unseres Detailbereichs verändert, so damit diese mit dem Format auf dem Zebra-Etikett übereinstimmt. Sie können jetzt Ihre Veränderungen vornehmen, dass Sie irgendwelche Elemente umpositionieren, damit Sie irgendwas von der Größe her anders machen, dass Sie sagen, hier wie Schriftart 10 und weiß der Geier was. Also das heißt, hier können Sie Ihre Veränderungen machen und die dementsprechend dann dem Etikett mitteilen, manche Sachen zweizeilig machen, wenn Sie wollen und so weiter und so fort. Wenn Sie mit dem Layouten Ihres Etiketts fertig sind, und hier mache ich jetzt einfach mal eine andere Farbe, damit Sie sehen, damit es auch funktioniert, ich sage jetzt mal die Straße oder den Ort mache ich rot, dann klicken Sie auf das X, um Ihre Veränderungen abzuspeichern, indem Sie die Abfrage mit Ja bestätigen. Wenn wir uns nun dieses Etikett anschauen und sagen, hier in der Vorschau möchte ich dieses Etikett drucken, haben wir nun hier unsere Veränderungen. Das heißt, hier haben wir unsere Firmierung, hier haben wir den Inhaber, den haben wir von der Schriftart etwas größer gemacht und den Ort haben wir rot gemacht. Das können Sie an dieser Stelle nun zum Ausdruck bringen, indem Sie hier einfach dieses Häkchen Vorschau natürlich herausnehmen und sagen Etikett drucken. Auch können Sie natürlich sagen, dass Sie für dieses Etikett zum Beispiel zwei Stück benötigen. Auch steht Ihnen diese Option zur Verfügung. Wenn Sie sagen, ich will mehrere Etiketten drucken, aber ich brauche von jedem Etikett ein Doppel, also das heißt eine Kopie, dann könnten Sie hier auch die Anzahl pro Etikett erhöhen. In der Regel macht es aber keinen Sinn, in der Regel sagt man, ich habe hier eins. Abschließend, oder wir sind jetzt fast beim Ende, ist es so, Sie können natürlich verschiedene Layouts anlegen. Wenn Sie auf ein Etikett klicken und Sie sagen nun Konfiguration Etiketten Standardkopie anlegen, dann wird vom Standard-Etikett, was diesem letzten Eintrag entspricht, hier diesen Adresse-1, wird eine Kopie erstellt. Diese Kopie können Sie dann modifizieren, anpassen. So, diese können Sie dann modifizieren, anpassen und genauso wie wir es gerade vorhin gemacht haben, natürlich auf das dementsprechende Format bringen und Ihre dementsprechenden Felder stylen, in der Größe verändern, farblich verändern. Sie könnten Bilder einfügen und. Um diese Frage letztendlich hier noch zu beantworten, ja, wie mache ich das? Ganz einfach, wenn Sie unseren Online-Helper starten, den Sie im Übrigen auf unserer Homepage finden, wavi1.de. Auf der rechten Seite gibt es dann so ein blaues Bildchen, Online-Searcher, oder Sie haben den bereits schon auf Ihrem System installiert. So ein pinkfarbenes Symbol ist es auf dem Desktop bei Ihnen. Dann einfach mal Etikett eingeben. So, und hier haben Sie nun verschiedene Informationen zu einem Zebra-Drucker, Standardinformationen, ja, wie Sie hier einen Trick anwenden können. Das heißt, Sie haben einen Beispiel Metapace-Drucker, Etikettendrucker, den könnten Sie auch mit der Z-Designer, also Zebra-Schnittstelle verwenden. Wie Sie das tun, zeigt Ihnen dieses kurze Video. Oder Sie gehen generell hier rein, dass Sie sagen,
wie bringe ich denn zum Beispiel mein eigenes Logo auf ein Etikett und. Also das können Sie jederzeit machen oder Sie könnten 3D, also QR-Codes mit auf dem Etikett ausdrucken. Also das geht alles wunderbar und dieses Designer-Videos zeigen Ihnen, wie das geht. Dann hoffe ich, dass ich Ihnen ein paar Tipps geben können, die Ihnen helfen, Ihren Z-Designer, also das heißt Ihren Zebra-Drucker, Ihre Adressetiketten über einen Zebra-Drucker oder Zebra-kompatiblen Drucker zu drucken. Bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und bis bald. Tschüss.